Und damit herzlich willkommen zurück bei ETS 2 mit der Ente Richtung Düsseldorf. Ja, ich zieh direkt auf die zweite Spur, kannst du. Und audiotechnisch ist noch dabei der Gothic. Moin. Der Herr Gothic-Teufel. Diese Folge wird was kürzer. Also Ente, wir müssen echt bei 400 Kilometern, müssen wir bei 200 Kilometer ungefähr den Cut machen. Yep. Weil wir haben jetzt noch 100 Kilometer zu fahren und die haben wir ja ziemlich schnell runtergerockt. Genau, aber jetzt ist eigentlich nur noch Landstraße, also von daher. Ja, stimmt wohl. Schönen Landstraßen. Boah, ich komme gerade nicht auf den Arsch. Ich lasse den Tempomaten mal auf 70, damit ich wieder rankomme. Ja, meine lieben Freunde, wenn ich wüsste, wie es mit meiner Musik und der GEMA aussieht, dann würde ich doch glatt mein Radio anmachen. Aber ich weiß nicht, wie das aussieht. Weil die GEMA mag mich sowieso nicht. GEMA sind die letzten. Ja. Wieso auch immer komme ich auf überhaupt keinen Server? Habe ich da irgendwie einen Bank kassiert oder so? Wenn du auf gar keinen kommst, dann stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Da vorne fährt die Ente. Nee, höre ich nicht, Ente. Jetzt höre ich dich. Aber ich finde mein Nebelhorn cool, weil das ja unterschiedliche Töne sind. Als wird dem Ding zwischendurch die Luft weggehen. Genau. Ist halt eine Druckluftanlage, ne? ...60 auf der Landstraße. Ich halte mal ein bisschen mehr Abstand. Weil irgendwie ist mir das gerade zu nah. DUPC-Zahlen kann ich gerade nicht lesen. Ich glaube 190 oder so. Oder? Vielleicht. Nee, ich weiß gerade nicht, was da am Anhänger hast. Ups. Ich habe hier so einen Seitenstreifenpfosten umgenietet. Ja. Erst verbrenne ich mir die Schnauze am Kaffee, jetzt ist der Kaffee kalt. Ente, auf was hast du denn Tacho stehen? Tempomaten? So, ich bin jetzt auf Europa 1 gekommen, als ich wohl irgendwie dort verstellt oder so, keine Ahnung. Gut. Weil ich gehe die ganze Zeit zwischendurch auf 55 runter, damit ich ein bisschen Abstand kriege. Komisch. Okay, dann fahre ich 59 Grad. Ja, ist ja nicht das Problem. Ist ja nicht so, als würden wir nicht ankommen. Genau. Ja, Gothic, wenn du eine Tour Richtung Düsseldorf hast, wäre cool. Dann würden wir da einfach warten. Denke ich mal. Entschuldigung, Ente. Was? Hatte Bums gemacht. Hab nichts gemerkt. Tu mir einen Gefallen, sag mir bitte das nächste Mal Bescheid, wenn die Ampel rot ist und du in den Anker gehst. Danke, habe ich schon gemerkt. Von 40 auf 0 innerhalb von, naja, einem halben Meter. Und eine Enter als Band. Genau. Könnt ihr eine Tour nach Hamburg machen? Können wir gleich da gucken. Da kamen wir gerade her.
Hannover? Weiß ich nicht, wir müssen die Tour erstmal abgeben. Ich könnte eine nach Hannover annehmen, eine nach Mannheim, eine nach Stuttgart. Warte, wir sind gleich da. Richtig. Wo, in Stuttgart? Nee, in Düsseldorf. Und von da aus fahren wir ja, dann können wir weiter gucken. Weil im Moment, wir haben hier noch eine Tour dran. Nach Düsseldorf habe ich nichts. Was nach Stuttgart habe ich ja. Oder Mannheim. Ja, warte doch, wir sind noch nicht mal da. Wir haben noch 21 Kilometer. Na, guck mal, ob der Mannheim was hat. Jetzt gibt Enter aber Gas. Ja. Nein, ich fahr 60. Eh nicht. Bin ich. Ich hab 80, ich hab jetzt gleich 80 drauf und komm nicht ran. Wenn ihr das noch Mannheim habt, das wäre geil, dann könnte ich einen schönen Sperrtransport machen. Bist du schon in No Collision Area? Ja. Ich hab's gesehen gerade. Dann nehmen wir jetzt auch mal die Schnellvariante vom Parken. Genau. Oder guck mal bitte, ob ihr was nach Erfurt habt. Aber ich würde sagen, dies war's dann für diese Folge. Ich schreibe schon mal schnell auf, wie viele Folgen das waren. 4. Ja, haben wir doch fast Level 7. Ist doch schön. Also, wo brauchst du jetzt eine Tour hin? Oder brauchen wir eine Tour hin? Also, mir wäre Erfurt ganz lieb. Oder Mannheim. Oder Stuttgart.